Also, dann... Fangen wir das Ganze mal ein klein wenig anders an. Einfach. Erstmal noch sparen, damit wir im ersten Gold Rush richtig viel kriegen. So. Dann machen wir jetzt erstmal wieder das Us hier weg. Das Ganze sieht schon mal wesentlich besser aus als letztes Mal.
ein Leertank weniger. Die hier schießen wir dann schon demnächst mal auf. Der mich jetzt stört, ist der Panzer da unten. Naja. So. Den muss ich jetzt mal eingehen. Auch wenn ich danach von der Kanone getroffen werde. Sache, der Titanpanzer ist danach ein bisschen beschädigt. Das hat der auch wieder sehr geschickt eingefädelt. Bombe abschießen, Helikopter wegschießen, Missile launchen. Dinger da blockieren und Infanterie in Position bringen. Dummes Dummes, weil sonst wäre es ja keine Tech Power von ihnen. Eigentlich ganz gut. Morale Boost!
bisschen. Diesmal geht's ohne eine Co-Power. Produzieren wir hier mal weiterhin Infanterie. Einfach damit wir nachher noch mehr besitzen können. Die grüne Seite ist aber jetzt erstmal clear. Im Sinne von Raketen meine ich damit jetzt. Clear von Einheiten, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wobei, wenn wir schon dabei sind. Sagen, wir müssen uns hier mal ein bisschen neu formieren. So, dann ist die blaue Seite jetzt auch fast clear. Noch 2 Muni und 18 Benzin. Mal schauen, dass wir dort die Produktion stoppen können.
das war jetzt unten ja noch direkt eng. Ein Schritt weiter und der hätte gewonnen gehabt. Sobald er ein Silo erreicht, hat er gewonnen. Die KI. Sache ist, ich brauche jetzt nur noch eine einzige Missel. Stimmt, da darf ich nicht hinfahren, da ist böse, böse Arti. Wie es aussieht, kriege ich das da unten jetzt auch noch gebacken. Wegen 1% kriege ich das Ding jetzt nicht kaputt. Glückwunsch. Erfolgreich eingestellt, von da unten kommen keine Einheiten mehr. Eine Munition hat er noch und der ist bewegungsunfähig nächste Runde, wenn ich das so sehe. Oder er stürzt schon ab, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann er nichts mehr machen. Da musste ich kurz niesen. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht gehört und ich habe mich noch rechtzeitig mein Mikro gemutet. So, da, so, so. Jetzt musste ich gleich nochmal niesen. Bauen wir hier nochmal ein paar Mechs und dann schütze ich die Infanterieeinheit da unten mal ein bisschen. Fertig.